Liebe grüne Wählerinnen und Wähler, liebe Mitglieder, nach einem sehr, sehr kurzen, intensiven Arbeitsprozess können wir heute voller Stolz den rot-grünen Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen präsentieren. Monika, nach diesem kurzen, arbeitsreichen Zeit, wie geht's dir jetzt damit? Also ich glaube, der Arbeitsprozess hat bei uns beiden gewisse Spuren hinterlassen. Er war sehr anstrengend, aber ich glaube, wir können dem Parteitag einen guten Entwurf für einen Koalitionsvertrag vorlegen und wir können auch unseren Wählerinnen und Wählern sagen, was wir versprochen haben im Wahlkampf, werden wir mit diesem Vertrag auch halten. Das würde ich auch sagen. Also die Hauptthemen, für die die Grünen ja auch gewählt wurden, nämlich eine deutliche Entlastung der Familien, eine Stärkung der Bildungspolitik, sozusagen von früh an bis zu den Hochschulen, ist deutlich im Koalitionsvertrag verankert. Aber auch vor allem, was uns sehr wichtig war im Wahlkampf, eine Entlastung der Städte und Gemeinden, mehr Handlungsfähigkeit auch für die kommunale Demokratie, das ist ganz deutlich im Vertrag verankert. Und NRW wird auch ökologischer, kann man sagen. Ja, eindeutig. NRW wird grüner. Klimaschutz wird ganz groß geschrieben in diesem Regierungsprogramm. Wir werden die Wirtschaftspolitik und auch die Industriepolitik ökologisieren. Das heißt, wir werden zum Ziel der Landesplanung den Ausbau der regenerativen Energien machen. Und wir haben uns da ganz ehrgeizige Ziele gesetzt, hier die CO2-Emissionen auch deutlich einzusparen. Da bin ich sehr zufrieden, muss ich persönlich sagen. Aber klar, wer soll es bezahlen? Viele Projekte werden Geld kosten, das ist uns klar. Ich denke, da müssen wir auch Farbe bekennen und sagen, wir wollen diese Forderung auch finanziell hinterlegen, denn das sind für uns Zukunftsinvestitionen. Und Schwarz-Gelb hat uns ja leider einen absoluten Schuldenhaushalt hinterlassen. Das sind natürlich schwierige Rahmenbedingungen, um da jetzt auch Akzente zu setzen. Ganz klar, also man muss noch mal sehr deutlich sagen, dass wir weit über 2 Milliarden im Jahr 2010 nachfinanzieren müssen. Das ist die Abschlussbilanz für Schwarz-Gelb, die uns einen Etat hier hingelegt hat, der unterfinanziert ist. Das wird die Netto-Neuverschuldung ganz klar in die Höhe treiben. Aber das ist eine Abschlussbilanz von Schwarz-Gelb und dann wollen wir in einem neuen Schritt unsere Projekte eben auch finanzieren. Denn eins ist klar, wer Banken retten kann mit Hunderten von Millionen, wer Steuergeschenke an Hoteliers geben kann, die müssen auch, also Politik muss dann auch sagen, wir investieren auch in Zukunft und für uns ist Zukunft die Ökologisierung von NRW, der Klimaschutz, die Bildung und die Entlastung der Kommunen, die für die Daseinsvorsorge der Menschen da ist. Also schwierige Rahmenbedingungen in Westfalen, aber ein sehr ambitioniertes Programm und ich glaube auch neue Chancen im Landtag, weil wir eine Minderheitsregierung bilden, die eben die Chance auch hat, eine neue politische Kultur im Land auch zu prägen. Nicht mehr die Parteigrenzen zu betonen, sondern die Inhalte zu betonen. Und deswegen werden wir auch nicht nach der Methode arbeiten, friss oder stirb, sondern werden auch auf Augenhöhe auf die anderen Fraktionen im Landtag zugehen, werden die gesellschaftlichen Gruppen mit einbeziehen und ich glaube, das ist eine große Chance für Nordrhein-Westfalen, dass eine neue Kultur hier auch etabliert wird. Und deswegen können wir, glaube ich, unseren Mitgliedern am Samstag für den Parteitag da diesen Vertrag sehr ans Herz legen und auch dafür werben. Wir können in guten Gewissens unseren Mitgliedern zur Zustimmung vorlegen, aber auch unseren Wählern ganz klar sagen, wir haben unsere Versprechen im Wahlkampf, die wir im Wahlkampf gemacht haben, auch gehalten. Es wird ein schwieriger Weg, auch das muss man sagen. Das ist Neuland und das ist nicht ganz leicht. Aber es sind, wie du sagtest, ganz klar riesige Chancen darin. Ja. Und NRW wird grüner. Genau.